Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial über die Tür-Playlist-Reihe. Hier werde ich euch zeigen, wie man jetzt eine simple Tür erstellt, die man auf und zu machen kann. Und das ist jetzt schon die zweite Aufnahme. Also ich dachte, ich mache das jetzt mal neu, weil da ich habe auf der 2.18 abgedatet, das ist mir auch noch nicht passiert. Also, dass ich update, meine ich jetzt nicht. Ich meine, es waren ein paar Dinge verstellt. Da habe ich natürlich eine Weile gemerkt und es hat nichts funktioniert, sage ich mal so. Ja, das werde ich euch natürlich dann zeigen, was das Problem war. Ich habe die Tür bereits schon importiert. Das ist ganz einfach bloß hier in Blender erstellt. Wichtig ist das Pivot, dass das hier an der Seite ist, damit wir die schön rotieren können. So. Ich habe jetzt zwei Orten angelegt, Assets, Blueprints. Und im Blueprint machen wir uns natürlich ein neues Blueprint Class und das soll ein Actor sein. Das benennen wir so. Und seit ja. Weil die geht nach einer Tür auf. Nach einer Seite auf. Und da werden wir noch eine Tür machen, die nach zwei Seiten aufgeht, eine Pendeltür. Eine Schiebetür wird noch kommen und wir machen natürlich noch dann in anderen Videos halt mit K-Abfrage halt, dass wir dann Dietriche benutzen können oder Schlüsselkarten, sage ich mal so, halt ab einer gewissen Sicherheitsstufe oder so halt. Aber gut, das folgt im nächsten. So, wir gehen jetzt direkt hier rein. Assets, da ziehen wir uns die Tür mit hier rein. So, und wir brauchen natürlich noch eine Collision Box. So, die passen wir uns am besten an. So. Macht die mal ein bisschen breiter. Das könnt ihr euch natürlich anpassen, wie ihr das gerne möchtet. So, die Collision Box ausgewählt. Das hier brauchen wir jetzt nicht. Wenn die Box ausgewählt ist, rechtsklick, Add Events for Box, Collision, and Add Event Begin Overlap. Noch einmal, diesmal End Overlap. So, wir casten uns unseren Spieler. Hat folgenden Grund, wir können natürlich auch gleich hier anfangen und sagen, okay, mach die Tür auf. Da hat folgenden Grund, wenn wir dann später zum Beispiel eine KI drin haben, sagen wir mal eine Stealth-KI hier mit Sichtfeld, kann es natürlich zu Problemen kommen, dass die auch auf die KI und alles andere reagiert. Oder sogar auf eine Überwachungskamera, die gerade, wo es Sichtfeld der Kamera hier mit überlappt und dann das Event auslöst, was wir natürlich nicht wollen. Ja, deswegen sagen wir, das soll natürlich jetzt nur mit unseren Spielern interagieren. Cast to First Person Charakter. Ja, mein aktuelles Projekt ist ein Third Person Charakter. So, Steuerung C und machen wir mal Steuerung V. Da kopieren wir uns das Ganze gleich noch hier runter bei Auto Actor. Ja, man könnte natürlich jetzt auch sagen, wenn ihr zum Beispiel sagt, es soll jetzt bloß eine bestimmte Person durchlaufen oder sagen wir mal, ihr habt jetzt eine KI erstellt, die nennt ihr jetzt mal, keine Ahnung, hier Harald Charakter und da müsst ihr dann sagen, hier cast du Harald Charakter, dass jetzt bloß der darauf reagiert, so als Beispiel. Oder wenn ihr, könnt ihr sagen, cast du Charakter Mesh, also cast du Charakter, dass jetzt jeder Charakter darauf reagieren kann. Aber das könnt ihr dann noch in
Collision-Einstellungen dann noch direkt einstellen, sage ich mal so. So, ich zeige erstmal eine einfache Art, wie die einfach so von allein aufgeht. Wir machen hier eine Timeline. Jetzt Timeline, das benennen wir mal. Door Rotation könnt ihr natürlich benennen, wie ihr wollt. Machen einen Doppelklick hier drauf und machen neuen, ja, Floats Wert, sag ich mal so. A New Track benennen wir auch gleich. Rotation. Ja, ist natürlich vom Vorteil, gerade wenn wir jetzt hier mehrere Tracks haben, wir können ja mehrere. Ja, wenn, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass die Klinke sich noch mit bewegt und könnt ihr noch mehrere erstellen, sag ich mal, wie hier zum Beispiel. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht. Damit wir direkt hier Rotation, das ist jetzt der Output, was wir jetzt direkt hier erstellt haben. So, wir machen jetzt einen neuen Key. Den tun wir direkt bei 0. Und lassen auch einen Wert von 0. Machen wir noch einen zweiten Key und machen wir hier Wert 1, eine Sekunde. Im Grunde genommen ist das keine Sekunde, es ist, nennen wir es mal, eine Fake-Sekunde oder so. Wenn ihr jetzt wirklich genau eine Sekunde braucht, weil ihr jetzt vielleicht einen Tyro-Sound habt, was genau eine Sekunde geht, müsst ihr 0.60 eingeben. In anderen Tutorials wird auch immer gesagt, eine Sekunde, aber es ist in Wirklichkeit keine Sekunde. Es sind, ist, es sind 100 Mikrosekunden, die hier sind. So. Wir wollen, dass die Tür sich um 90 Grad dreht, dann machen wir hier einen Wert 90. Wenn ihr wollt, dass die sich andersrum dreht, müsst ihr natürlich minus 90 machen, aber das bleibt ja euch überlassen. Wir machen jetzt Gesamtlänge hier oben, machen wir eine Sekunde. Und hier können wir natürlich auf den Pfeilen das direkt, dass wir das jetzt alles in ein Feld sehen. So, Rechtsklick, machen wir gleich Auto. Falls das nicht gleich geht, macht er dasselbe nochmal hier. Aber wir haben es ja gleich. Also das ist jetzt der Rotationswert, den wir hier definiert haben. Das geht von Wert 0 zu Wert 90, sag ich mal so halt. Und schön smooth sozusagen halt. Ja, so, das haben wir hier und Updates. Updates ist halt das, was es jetzt macht während der Timeline. Und Finish ist halt, wenn es fertig ist, dazu werden wir dann auch nochmal kommen. Und wir machen hier Sets relativ. Ne, Actor wollen wir nicht. Der Actor ist ja das ganze Teil. Wir wollen plus Sets, Relativ, Rotation, Security, Door. Ja. Müsst ihr aufpassen, dass ihr das Richtige wählt. Wenn Actor ist halt das ganze Gedöns. Hier ist natürlich das Schöne, hier ist unsere Tür gleich mit definiert. Und ist auch wichtig, Sets, Relativ. Es ist. Huch. Es ist relativ zu den untergeordneten Teilen. Das heißt, die Tür ist das hier untergeordnet. Also das tut sich relativ dazu rotieren. Wenn wir jetzt, sagen wir mal so, zwei Gegenstände haben, die sich unterschiedlich rotieren oder bewegen sollen, müssen wir den natürlich, können wir den nicht einfach auf die Tür machen, oder dann müssen wir den am besten auf etwas anderes unterordnen, was nicht auf der Tür ist sozusagen. Dazu werde ich in einem anderen Video nochmal kommen. Ja, weil sonst spinnt das dann rum. Da. Ja. Und wie gesagt, Relativ Rotation, nicht Volt Rotation. Volt Rotation hättet ihr dann das Problem, dass wenn wir die Tür zum Beispiel so drehen, also den ganzen Actor, würde sich die Tür dann trotzdem in der Richtung drehen, wie die Welt ist. Also das soll ja relativ zu den
zu den Gedönsseins. So, dann nehmen wir das Make Rotator. Brechen wir das auf. Ach, brauchen wir eigentlich nicht. Das, ja, müsste schon so funktionieren. Jaw, natürlich im Jaw-Wert. Wir wollen, dass das im Jaw rotiert. Das müsste jetzt eigentlich sogar schon. Und wir machen bei End Overlap Reverse, damit das rückwärts geht. Also wird rückgängig gemacht wird. Ja. Jaw ist Z-Achse. Das ist so Sachen, wenn wir die anwählen. Z. Hier unten sehen wir es natürlich auch nochmal, was jetzt hier was ist. Y ist immer grün, X immer rot, Z immer blau, Z und in der Z-Achse wollen wir das ja rotieren. So, und damit haben wir schon unsere eigene, wo haben wir sie? Ja, ne, wir stehen jetzt gerade, irgendwas stimmt hier gerade gar nicht. Ja, ich glaube, das ist, weil wir wahrscheinlich so halb drin, halb draußen stehen, dass das jetzt funktioniert das. Wir können jetzt sagen, also für die das jetzt hier per einfach nur Overlap Events machen wollen, können jetzt sagen, wir machen eine Delay rein, eine Verzögerung, sag ich mal so halt, machen wir mal ja, 2 Sekunden, also und Reverse. So, wir verlassen es wieder. Und nach einem Delay, also nach einer kurzen Verzögerung, geht die wieder zu. Ja, wir sehen, weil wir drinnen stehen, tut die dann so ein bisschen rumbacken. Wir können das natürlich dann auch so machen, dass die durch einen kleinen Hit oder so dann wieder rückgängig zufällt oder so. Ja, aber gut, das ist jetzt bloß eine Variante, wie man es machen könnte. Wollte ich halt bloß nochmal kurz drauf eingehen. So, jetzt wollen wir das per Tastendruck machen. Wir gehen, wir können das natürlich auch hier machen. Edits, gehen wir, tun wir uns erstmal unsere, wir machen eine eigene Aktionstastenbelegung, sag ich mal so. Und Input, wo haben wir es? Hier. Und Action Mappings machen wir ein Plus. Machen wir Action Button. Wir könnten auch direkt dann sagen, achso, wir müssen natürlich auch sagen, was wir wollen natürlich F. Können natürlich dann sagen, wenn wir noch einen Controller machen, können wir aufs Plus gehen. Wir können sagen, hier und die Taste wird dann auch noch das ausführen. Das soll unsere Aktionstaste sein. Das ist jetzt zum Beispiel hier bei Fire ist auch schon hier Gamepad belegt halt. Aber so Gamepad werde ich nochmal extra auch nochmal auf ein Video drauf zukommen. Das machen wir erstmal weg. Es geht jetzt einfach nur um die reine Funktion. So. So, wir haben uns jetzt hier, können wir auswählen, Action Button. Das ist immer hier mit dem Pfeil hier vorne das. Das ist, wenn wir es drücken, das, wenn wir es loslassen. Das heißt, wenn wir es jetzt hier drücken, das funktioniert sogar auch, wenn wir jetzt, oder funktioniert auch nicht. Ah, stimmt, hier war auch ein Fehler, genau. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Das habe ich auch noch nie gehabt. Wir gehen jetzt hier drauf.
da habe ich vor uns auch eine Weile gerätselt. Das ist halt auch ein Grund, warum ich jetzt das Video nochmal neu gemacht habe. Inputs, direkt. Auto, Resive, Inputs, unsere Spieler, wir sind der Spieler 0. Also ich frage mich auch, was das soll, warum das, ja, achso, ja, jetzt können wir, jetzt funktioniert das. Wie gesagt, ich habe erst auf der 4.18 abgedatet und irgendwie ist der standardmäßig nicht das, was es sein sollte. Genau, ist hier auch was verstellt, das komme ich dann drauf zurück, wenn es soweit ist. Ja, wir können jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, wir wollen die Tür aufhalten für jemanden halt, weil die immer dazufällt, haben wir das hier, machen wir das hier dran. Können Sie jetzt sagen, ja, F. Jetzt lasse ich F wieder los und geht wieder zu. Immer wenn ich loslasse, geht es wieder rückgängig sozusagen halt. Ja, aber wir wollen natürlich, dass das nur funktioniert, wenn wir in der Box sind, sozusagen halt. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir schalten jetzt die Tastatur direkt aus, also die Inputs schalten wir direkt aus und schalten erst ein, wenn wir in der Box sind. Finde ich aber ein bisschen eine, ja, blöde Lösung, sage ich mal so. Muss jeder selber wissen. Ich löse das gerne mit Variablen. Ich erstelle hier einfach mal eine Bool-Variable. Da sagen wir mal jetzt kann Tür öffnen. So, eine Bool-Variable ist immer ein Wert zwischen 0 und 1 oder ist nicht. Also hier ist standardmäßig das Häkchen draußen, sage ich mal so. Wenn wir in die Box reingehen, sagen wir, du kannst die Tür öffnen. Wenn wir die Box wieder verlassen, sagen wir, du kannst sie nicht öffnen, da ist der Wert wieder draußen hier. Und genau die Abfrage, das fragen wir jetzt hier ab direkt. Dann machen wir hier ein Branch. Das ist übersetzt heißt das Zweig oder Ast. Das ist sozusagen immer eine Abfrage, ist es oder ist es nicht. Also ja, Branch ist sozusagen zum Abfragen da. Es ist, man kann da vieles abfragen. Da habe ich mich jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. So, kann Tür öffnen. Wenn er die Tür öffnen kann, macht er Play. Wenn er die Tür nicht öffnen kann, macht er natürlich nichts. Jetzt können wir die Tür wirklich bloß öffnen, wenn wir in dieser Box sind. So, wir drücken F und es passiert nichts. So, wir gehen in die Box rein und jetzt können wir die Tür öffnen und auch wieder schließen. Ach nein, schließen können wir ja noch nicht. Müssen wir natürlich auch machen. Aber wir können die jetzt schon mal öffnen. So. Jetzt wollen wir die wieder schließen können und zwar mit derselben Taste. Wir können zwar jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt eine andere Taste und sagen Reverse. Wir wollen aber die gleiche nehmen, weil es unsere Aktionstaste ist. Da erstellen wir uns noch eine Variable. Tür ist... Moment. Tür ist verschlossen. So, immer kompilieren nicht vergessen und Tür ist verschlossen. Wir wollen aber jetzt, dass die standardmäßig immer verschlossen ist. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, umbenennen und sagen, okay, Tür ist offen, dann nehmen wir das Häkchen raus, standardmäßig. Es ist jetzt halt für das bessere Verständnis halt so besser, sage ich mal so. So, und jetzt machen wir nochmal, also bei Tu jetzt direkt, noch ein Branch. Und hier fragen wir nochmal ab, ist die Tür auf oder zu? Tür ist verschlossen. So, wenn die Tür verschlossen ist, also wenn die verschlossen ist, geht es ins True, wenn das ausgelöst wird und macht Play und macht es somit auf. Wenn die nicht verschlossen ist, macht sie False und macht sie Reverse, also wieder zu.
Jetzt wird noch nicht viel passieren, außer dass er einmal aufgeht. Ja, und jetzt könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das machen möchtet. Wenn ihr sozusagen die Tür, während die sich rotiert, wir müssen ja die Variable noch ändern, sag ich mal so. Ja. Wenn ihr zum Beispiel das so wollt, dass die Tür trägt, also hier false, macht sie true, und wenn es true ist, macht sie false, wenn false, macht sie dann true. Das heißt, der Wert wird sofort geändert. Also sobald das ausgelöst wird, wird gesagt, okay, jetzt will, die ist true, du kannst hier play machen, aber die wird vorher noch false gemacht. Das heißt, wenn die sich jetzt rotiert, können wir das natürlich gleich wieder rückgängig machen, während die sich rotiert. So. Also wir werden rotieren, drücke ich nochmal F und dann geht es sofort wieder auf oder je nachdem zu. Wenn ihr das natürlich nicht machen möchtet, was ich persönlich eigentlich besser finde, sage ich mal so halt, kommt natürlich auch immer drauf an, was für eine Art von Spiel man da macht. Ja, wenn ihr das natürlich so nicht möchtet, macht ihr bei Finished, macht ihr einfach nochmal die gleiche Abfrage, ist die Tür verschlossen? Machen wir hier Steuerung, also markieren Steuerung C. Und machen hier Steuerung V. Wir können das natürlich auch hinten dran machen, aber hier können wir sagen, hier Finish, wenn es fertig ist, dann wird die Variable erst geändert, sozusagen halt. Ja, also erst wenn das dann fertig rotiert ist, wird die Variable dann geändert und sagt, okay, jetzt ist die Tür offen. Und jetzt kann ich währenddessen drücken und es passiert nicht. Es geht immer erst, wenn die wirklich fertig ist. Ist natürlich beschmisse, wie wir hier dastehen. So. Dazwischen passiert nicht mehr. Die macht immer erst ihr Ding zu Ende. Das müsst ihr selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. Dann gab es noch einen Bug. Also was heißt Bug? Aber halt auch etwas, was standardmäßig verstellt war bei der 4.18. Wenn ihr da schon abgedatet habt, das werdet ihr das Problem auch haben. Und das werdet ihr mit anderen Blueprint-Actors auch haben. Das ist natürlich das Problem. Wir erstellen das ja natürlich in einem Blueprint-Actor, weil wir ja die mehrfach verwenden wollen. Das heißt, wir können die jetzt hier 1000 Mal duplizieren und dorthin verwenden, wo ihr die haben wollt. Ihr könnt die herausziehen. Ja, und da gab es natürlich auch ein Problem. So, F, das geht nicht. F, das geht auch nicht. Das auch. Ah, das geht. Okay. Aber das dafür nicht. Irgendwie funktioniert dann halt nur das, was man als letztes in die Welt gezogen haben. Ja, ich frage mich natürlich auch, was das soll. Standardmäßig sollte das natürlich auch anders eingestellt sein. Input Action Button, den wählen wir uns an. Oder wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr habt jetzt keine Ahnung, Taste 0, müsst ihr das natürlich bei der einstellen. Ihr könnt ja jede Taste verwenden, aber wir wählen uns die an und Consume Inputs. Das heißt, wir können die nur einmal verwenden. Also das müsst ihr hier das Häkchen rausmachen. Also ich frage mich auch, was das überhaupt soll hier. Und jetzt funktionieren natürlich alle Türen. Ja. Normalerweise, was ist denn jetzt los?
eigentlich sollte die Tür auch funktionieren. Statik. Das ist noch so ein Ding. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt auf Statik ist. Hatte ich auch mal ein Problem gehabt. Hatte ich eine Animation gemacht halt mit dem Mantle. Und irgendwann später ging das gar nicht mehr. Da hatte ich dann auch abgedatet. Und da hat es natürlich auch ein paar Einstellungen verhauen. Und wenn das natürlich auf Statik, das ist jetzt mit der Beleuchtung. Aber wenn die selbst mit der Beleuchtung das auf Statik ist, funktioniert das nicht. Das müsste entweder Statik Movable oder allgemein bei beweglichen Teilen immer Movable. Hier haben wir es. Ja, gibt es die Einstellung nicht immer. Das ist ja auch bloß ein Blueprint. Quatsch, ein Statik Mesh, wie ich gerade sehe. Deswegen kann die natürlich nicht funktionieren. So, aber die hier. Wie gesagt, guter Tipp noch so halt auf dem Weg. Wenn irgendwas nicht funktioniert, auch eine Animation, schaut, dass das auf Movable ist. Also, dass sich das bewegen kann halt. Sonst könntet ihr dann die Probleme haben, dass das dann nicht funktioniert. So. So, da haben wir das Video jetzt auch schon beendet. Lösche ich jetzt einfach mal zwei raus und ja. So. In der nächsten Folge machen wir dann direkt, dass wir machen wir eine Pendeltür draus. Also machen wir als zweite Tür dann direkt, dass wir, je nachdem von welcher Seite wir kommen, die dann in der andere Richtung schwingt, sag ich mal so. Das ist auch keine große Sache. Ja, okay, da bedanke ich mich fürs Zuschauen.